Hallo und herzlich willkommen bei Baleares Whirlpools. Ich bin der Wolfgang Fallmann und heute möchte ich Ihnen erklären, wie Sie die Inverpack Wärmepumpe an Ihren Pro 5 oder auch Ihren Pro 3 anschließen können. Wenn Sie einen Whirlpool bei uns mit Wärmepumpe bestellen, dann bauen wir den sogenannten Ventilblock, den sehen Sie hier unten, den bauen wir schon mit ein und für Sie bleibt dann noch übrig, die Wärmepumpe mit den Schläuchen zum Whirlpool zu verbinden und den Strom anzuschließen. Wie das genau funktioniert, erzähle ich Ihnen in diesem Video. Fangen wir vielleicht mal kurz mit dem Lieferumfang an. Also wenn Sie einen Whirlpool mit Wärmepumpe kaufen, kriegen Sie natürlich den Whirlpool, die Wärmepumpe, eine Betriebsanleitung, die Sie aber eher selten brauchen werden, eine Abdeckhaube, falls die Wärmepumpe mal außer Betrieb genommen wird, zwei Kondenswasserschläuche und Adapterstücke für das für den Kondenswasserschlauch, vier so Gummiunterlegscheiben, die Sie benötigen, wenn Sie die Wärmepumpe am Boden fixieren, damit keine Schwingungen übertragen werden auf den Boden. Dann die Anschlüsse der Wärmepumpe, um quasi den Schlauch mit der Wärmepumpe zu verbinden. So Adapterhülsen, die Sie auch benötigen, um den Schlauch mit diesen Anschlüssen zu verbinden. Einen Reiniger und einen Kleber für die Verklebung der Schläuche und der Adapter. Zwei 90-Grad-Bögen und natürlich einen Schlauch. Der Schlauch ist ca. 15 Meter lang, das heißt, Sie können die Wärmepumpe im Umkreis von ca. 7 Meter aufstellen. Sie brauchen ja einmal die Schlauchrichtung hin und einmal die Schlauchrichtung zurück und ein bisschen Schlauch brauchen Sie auch im Inneren des Whirlpools, also so ungefähr 7 Meter im Umkreis des Whirlpools können Sie die Wärmepumpe dann aufstellen. Wenn Sie die Wärmepumpe bei Ihnen nicht auf derselben Ebene wie den Pool aufstellen können, sondern zum Beispiel am Garagendach oder irgendwo weiter unten, dann bitte geben Sie uns Bescheid. Das ist natürlich so, umso länger die Leitung ist, beziehungsweise umso höher der Höhenunterschied ist, umso mehr Reibungsverluste entstehen in dem System und da kann es natürlich sein, dass die vom Werkhaus eingebaute Zirkulationspumpe zu schwach ist. Also in diesem Fall bitte uns kontaktieren, dann schauen wir uns das gesondert an. Was jetzt nicht im Lieferumfang enthalten ist, was Sie aber dennoch benötigen, ist einmal ein Putzpapier und so eine Lochsäge kriegen Sie in jedem Baumarkt, damit Sie quasi die Löcher in die Verkleidung reinschneiden können. Beginnen wir mal mit dem Ventilblock. Also der Ventilblock besteht immer aus drei Ventilen. Sie sehen hier zweimal Schieber und ein Kugelventil. Der Ventilblock kann aber auch aus drei Kugelventilen bestehen. Das ist prinzipiell egal. Wichtig ist immer, dass dieses mittlere Ventil, das ist das sogenannte Bypassventil, dass das ein Kugelventil ist, weil das muss man nämlich einstellen. Wenn dieses Kugelventil, so wie es jetzt hier gezeigt ist, in Längsrichtung des Rohres oder des Schlauches geht, dann ist das Kugelventil offen. Wenn Sie das dann drehen, so 90 Grad, dann ist das Kugelventil komplett geschlossen. Sie müssen das Kugelventil, das mittlere, ungefähr 45 Grad einstellen. Somit wird gewährleistet, dass genug Wasser über die Wärmepumpe läuft und natürlich auch im inneren Kreislauf. Diese zwei Ventile sind nur dafür da, damit Sie die Zu- und Rückleitung zur Wärmepumpe abklemmen oder abschließen können. Wenn die Wärmepumpe mal entfernt wird zum Beispiel, dann können Sie hier diese Ventile schließen und natürlich somit das Auslaufen des Whirlpools verhindern. Beim Schieber ist so, einfach den drehen und nach oben ziehen, dann ist der Schieber offen, reinschieben und wieder zudrehen, dann ist der Schieber geschlossen. Die Position dieses Ventilblocks ist beim Pro 5 immer auf der gegenüberliegenden Seite des Displays und beim Pro 3 dort, wo der Sitz ist, also im Fußbereich der Liegen. Sie können dann über diese Ecken rausgehen, also entweder über diese Ecke hier oder über diese Ecke. Das hat sich am besten bewährt. Man könnte auch durch das Seitenverkleidungsteil rausgehen, aber wenn man zum Beispiel mal in den Whirlpool rein muss, dann hat man da immer die Schläuche und das ist recht schwierig dann, dieses Seitenverkleidungsteil abzunehmen. Also wir empfehlen immer über die Ecken rauszugehen, das ist die bessere Lösung. Wenn Sie bei uns auf der Webseite schauen, unter Whirlpools mit Wärmepumpe, da sehen Sie auch ein paar Bilder mit Skizzen, wo das nochmal dargestellt ist. Gut, gehen wir vielleicht zur Aufstellung der Wärmepumpe. Also die Wärmepumpe sollte im Umkreis von ca. 7 Metern maximal aufgestellt werden. Umso näher beim Pool, umso besser ist es, weil umso kürzere Leitungen haben Sie und umso kürzer die Leitung, umso weniger Rohrwiderstände haben Sie umso weniger Wärmeverluste durch die Leitung. Das heißt, umso näher beim Pool, umso besser ist es. Die Wärmepumpe hat eine Ansaugseite, die ist jetzt hier hinten, und eine Ausblasseite, die ist hier vorne. Sie sehen, hier vorne ist das Display, hier ist auch die Ausblasseite. Und jetzt die Faustregel sagt, so ungefähr nach vorne hin sollten Sie 3 Meter kein Hindernis haben. Bedenken Sie bitte, dass wenn die Wärmepumpe den Whirlpool heizt, dann strömt hier kalte Luft aus. Die kalte Luft bläst der Ventilator natürlich weg. Und wenn Sie dort einen Tisch haben oder eine Liege, dann kann das natürlich sehr unangenehm sein. Also hier wird ausgeblasen, 3 Meter nach vorne hin kein Hindernis. Hier hinten wird eingesaugt und hier hinten sollten Sie mindestens 1 Meter auch kein Hindernis stehen haben.
Zur Seite hin ist das jetzt nicht so relevant, also zur Seite hin können Sie sehr nahe an den Whirlpool stehen oder sehr nahe an eine Hecke oder eine Hausmauer, das wäre dann egal. Die Wärmepumpe wird geliefert auf so einer Einwegpalette, dort ist die Wärmepumpe auch angeschraubt, das dient zur Transportsicherung sozusagen. Diese Schrauben können Sie entfernen, Wärmepumpe stellen Sie dann an Ihren Aufstellort hin und dieser Aufstellort sollte so beschaffen sein, damit Sie die Wärmepumpe anschrauben können. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nur eine Wiese zur Verfügung haben, dann kaufen Sie sich im Baumarkt so Terrassenplatten oder Waschbetonplatten, gibt es in unterschiedlichen Größen und Dicken. Und da stellen Sie, oder diese Platten legen Sie dann in der Wiese aus, da stellen Sie die Wärmepumpe drauf und schrauben sie fest. Zwischen der Wärmepumpe und den Platten oder dem Boden sollten Sie dann diese vier Gummidämpfer einbauen. Die dienen dazu, dass die Schwingungen entkoppelt werden und natürlich auch die Lautstärke entkoppelt wird vom Boden sozusagen. Am Boden der Wärmepumpe, also hier unten am Boden der Wärmepumpe, befinden sich zwei Löcher. Die Wärmepumpe erzeugt ja Kondenswasser. Das heißt, bitte das nicht verwechseln mit einer Undichtigkeit, sondern das ist ganz normal. Das Wasser kondensiert und tropft dann auf den Boden runter und somit wird es dort, wo die Wärmepumpe steht, auch nass werden. Sie können das einfach so machen, dass Sie die Wärmepumpe hinstellen, das Wasser tropft runter und das versickert dann im Erdreich. Sie kriegen aber auch so Adapterstücke mit. Sie können sich quasi diese zwei Adapter in den Boden reinstecken und dann den Schlauch damit verbinden, da können Sie das Kondenswasser auch jetzt ungefähr einen Meter weiter wegleiten, wenn Sie das möchten. Gut, dann gehen wir zur Verklebung der Schläuche und Verbindung vom Whirlpool zur Wärmepumpe. Hier gibt es zwei zu Einschraubgewinde, die werden auf der Rückseite hier der Wärmepumpe werden die eingeschraubt, also einfach das Gewinde einschrauben, vorsichtig aufsetzen, dass Sie das Gewinde nicht schief aufsetzen, sondern schön gerade und dann das Gewinde einschrauben und dann einfach mit der Hand gut festziehen. Hier oben ist eine Dichtung, ein Dichtungsring. Dieser Dichtungsring dichtet das alles ab. Sie brauchen da hier kein Werkzeug, sondern einfach mit der Hand gut festschrauben. Auf dieses Gewindestück kommt dann diese Überwurfmutter und diese Überwurfmutter muss dann mit dem Schlauch verbunden werden. Jetzt ist es so, der Durchmesser hier hat 50 mm. Der Schlauch ist 1,5 Zoll im Durchmesser. 1,5 Zoll sind ungefähr 48 mm. Jetzt könnte man denken, okay, ich kann diesen Schlauch einfach hier einkleben. Sie sehen, das passt recht gut hinein. Aber der Klebespalt ist hier zu groß. Das heißt, der Kleber würde nicht richtig abdichten. Es könnte sein, dass es undicht wird. Deswegen muss man hier noch einen Adapter mit einbauen. Also wir liefern Ihnen mit dieses 50 mm Rohrstück. Dieses 50 mm Rohrstück passt hier jetzt genau sehr gut hinein. Bisschen streng. Das passt genau. Und dann haben wir hier von 50 mm einen Adapter auf 1,5 Zoll. Sie sehen, wenn ich hier dieses 50 mm Rohrstück nehme, dann geht das hier nicht rein, aber auf dieser Seite schon. Das heißt, diese Seite ist die 50 mm Seite und diese 50 mm Seite muss quasi hier mit diesem 50 mm Rohr verbunden werden und dann können Sie den 1,5 Zoll Schlauch hier hinten einkleben. Wie funktioniert diese Verklebung? Sie kriegen von uns einen Reiniger mit. Sie nehmen Ihr Putzpapier, öffnen den Reiniger, halten das Putzpapier hier drauf und kippen das zwei, dreimal so um. Somit ist quasi das Tuch benetzt mit diesem Reiniger und jetzt reinigen Sie einfach diese Klebestellen. Also hier mal innen reinigen, bei dieser Adapterhülse auch innen reinigen und bei diesem Verbindungsrohr natürlich außen reinigen. Bitte vermeiden Sie es, wenn das mal gereinigt worden ist, wieder zu berühren mit den Fingern, weil oft haben wir natürlich dann Fett auf den Rohren und dann kann der Kleber nicht richtig kleben. Also nach der Reinigung bitte nicht mehr berühren. Und dann nehmen Sie den Kleber. Der Kleber hat oben einen Deckel. Wenn Sie den Deckel rausschrauben, ist vorne so ein Pinsel drauf. Also einfach den Deckel nehmen und mit dem Pinsel einfach diese Klebestelle hier einstreichen. Es sollte sich überall Kleber befinden. Wenn es zu viel Kleber ist und Sie die Teile zusammendrücken, dann werden Sie sehen, der Kleber wird überall rauslaufen. Dann einfach mit dem Putzpapier abwischen. Also Sie können da nicht wirklich viel falsch machen. Schauen Sie einfach, dass ausreichend Kleber drauf ist. Zu viel Kleber würde überquillen. Sie werden das dann merken, es ist überhaupt kein Thema. Einfach wegwischen. Also Kleber auf einer Seite hier drauf. Dann nehmen Sie das Rohrstück. Nehmen wir das Rohrstück und drücken das einmal fest zusammen. Das war's schon. Also ohne Drehung, einfach zusammenstecken, zusammendrücken. Dann überschüssigen Kleber rauswischen. Und somit ist diese Klebung schon verklebt. Jetzt das gleiche hier bei dieser Adapterhülse, Kleber innen einmal auftragen und dann hier einfach raufstecken, zusammendrücken, fertig, das war's.
Der Kleber härtet recht schnell aus, also Sie haben da ungefähr so 10 bis 15 Minuten Zeit. Nach 20 Minuten Aushärtezeit kann man das Ganze schon mit Wasser durchfließen lassen und es ist dann auch dicht. Das machen Sie zweimal, also hier bei diesen zwei Überwurfmuttern zweimal das vorbereiten und somit haben Sie quasi jetzt den Anschluss bei der Wärmepumpe hinten schon mal fertig und jetzt müssen Sie den Schlauch von hier zum Whirlpool verbinden. Dazu benötigen Sie die Lochsäge. Mit der Lochsäge machen Sie dann zwei Löcher in die Außenverkleidung, also in die Ecke rein und auch innen bei der Isolierung einfach durchbohren und dann gehen Sie mit den Schläuchen von der Wärmepumpe in den Whirlpool hinein, beziehungsweise das Schlauchende wird genauso eingeklebt, wie ich es gerade gesagt habe. Sie tragen hier hinten den Kleber auf, nehmen das Schlauchstück, schauen, dass Sie es also nicht so halten, sondern gerade und dann zusammenpressen. Durch den Kleber gleitet das ziemlich gut. Also jetzt geht der Schlauch relativ streng rein, aber wenn der Kleber dann drauf ist, dann gleitet das relativ gut. Also einmal mit Druck zusammenschieben und das war's. Dann nicht mehr bewegen, Kleber härtet aus und dichtet ab. Diese 90 Grad Bögen benötigen Sie, um quasi festzulegen, auf welcher Seite der Schlauch beim Whirlpool rauskommen soll. Sie können diese 90 Grad Stücke einfach hier einkleben, genauso wie ich es gezeigt habe. Natürlich müssten Sie schauen, dass das zweite 90 Grad Stück etwas nach oben schaut, damit der obere Schlauch hier drüber läuft, also der untere läuft hier unten und der obere läuft hier drüber. Und somit können Sie an diese Ecke hier gehen oder wenn Sie es hier nach rechts drehen, dann können Sie mit dem Schlauch auf dieser Ecke rausgehen. Prinzipiell sollten Sie immer beachten, dass die Schlauchlänge so kurz wie möglich ist und so wenig wie möglich Knicke aufweist. Der Schlauch ist flexibel, also man kann den schon ein bisschen bewegen, aber dennoch 90 Grad Bögen und so weiter sind relativ schwierig. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn es bei Ihnen nicht anders geht und Sie müssen irgendwo einen Knick reinmachen in den Schlauch, dann geben Sie uns bitte Bescheid. Wir haben Adapterstücke, die sind jetzt nicht im Lieferumfang enthalten, weil natürlich die Situation bei jedem Kunden etwas anders aussieht. Aber wenn es nicht vermeidbar ist, dann müssen Sie so Adapterstücke einbauen. Und zwar gibt es jetzt 45 Grad Adapterstücke und 90 Grad Adapterstücke und es gibt zwei unterschiedliche Varianten. Sie sehen einmal hier sogenannte männlich-weiblich und hier weiblich-weiblich. Weiblich-weiblich benötigen Sie, wenn Sie quasi zwei Schläuche miteinander verbinden wollen. Also hier weiblich-weiblich können Sie zwei Schläuche miteinander verbinden. Bei männlich-weiblich geht das nicht. Also Sie können hier den Schlauch nicht draufgeben, aber hier auf der weiblichen Seite können Sie den Schlauch schon draufgeben. Wo kann man das jetzt gebrauchen? Zum Beispiel dieses männlich-weiblich Stück könnte man auch hier hinten zum Beispiel einkleben. Wenn Sie zum Beispiel von der Wärmepumpe direkt weg müssen. Natürlich auch das Gleiche gilt für 90 Grad. Sie können 90 Grad hier einkleben, beziehungsweise natürlich, wenn Sie zwei Schläuche miteinander verbinden, mit dem 90 Grad weiblich-weiblich. Wenn Sie jetzt einen Schlauch zu kurz abgeschnitten haben oder aus irgendeinem Grund den Schlauch verlängern müssen, dann gibt es eine 1,5 Zoll auf 1,5 Zoll Adapterhülse, die auch weiblich-weiblich ist sozusagen. Sie können auf beiden Seiten Schläuche einkleben. Wenn Sie solche Adapterstücke brauchen, bitte geben Sie Bescheid und ich kann Ihnen das dann zusenden. Ein ganz wichtiger Punkt ist jetzt, wenn Sie die Schläuche der Wärmepumpe zu dem Ventilblock verbinden, dass Sie die Durchflussrichtung beachten. Nämlich, die Wärmepumpe hat einen sogenannten Durchflusssensor und dieser Sensor registriert, ob die Wärmepumpe mit Wasser durchflossen wird und ob das auch in der richtigen Richtung durchflossen wird. Und das ist ein wichtiger Punkt und jetzt erkläre ich Ihnen, wie das genau funktioniert. Also wir haben ja in jedem Whirlpool so eine Zirkulationspumpe, die wird so oder ähnlich aussehen. Die Zirkulationspumpe saugt immer hier vorne an und hier oben wird, also innen wird dann der Druck aufgebaut und hier oben kommt das Wasser raus. Also die Durchflussrichtung ist hier ansaugen und hier kommt der Druck raus. Und diese Druckseite muss immer zur Wärmepumpe auf den Eingang in gehen. Also die Wärmepumpe hat hinten eine Beschriftung in und out. Die Druckseite der Zirkulationspumpe muss auf den in gehen. Wie finden Sie das jetzt heraus? Sie gehen einfach in den Whirlpool und schauen sich diese zwei Schlauchstücke an, wo welcher Schlauch hingeht. Und dieser Schlauch, der hier auf die Druckseite geht, der muss dann zur Wärmepumpe auf den In gehen. Das bitte beachten. Wenn Sie das falsch machen, kriegt man auf der Wärmepumpe eine Fehlermeldung und dann kriegt man eine sogenannte Flow-Meldung oder Durchflussfehlermeldung und dann funktioniert die Wärmepumpe nicht.
Worst Case, wenn Sie das unabsichtlich falsch gemacht haben, Sie haben ja hinten auf der Wärmepumpe diese zwei Schraubverschlüsse, Sie könnten dann einfach theoretisch auch diese zwei Schläuche sozusagen verändern oder verdrehen. Natürlich haben Sie dann eine Verdrehung in dem Schlauch drin, das schaut optisch nicht so schön aus, aber zur Not können Sie dann natürlich auch noch hier den Fehler ausbessern sozusagen. Dieser Schlauch ist nicht isoliert. Um Wärmeverluste zu vermeiden, empfiehlt es sich, diesen Schlauch zusätzlich zu isolieren. Es gibt unterschiedliche Materialien, zum Beispiel hier habe ich so sogenanntes Armaflex, kriegt man auch im Online-Shop, im Internet kriegen Sie den Armaflex, hier hinten mit einer Klebefolie und dann können Sie einfach Klebefolie abziehen und diesen Schlauch so mit diesem Armaflex umkleben. Bringt natürlich etwas an Performance, weil natürlich die Wärme sonst über den Schlauch verloren geht. Was eignet sich noch? Es gibt im Heizungsbaubereich gibt's auch solche Schläuche, die es aufgeschlitzt sind längs. Die kann man auch zum Beispiel über den Schlauch rübergeben. Manche verlegen so Abwasserrohre und den Whirlpool-Schlauch dann im Abwasserrohr. Dann können Sie dieses Abwasserrohr mit einem gängigen Bauschaum, kriegen Sie in jedem Baumarkt, ausfüllen sozusagen. Oder manche verbauen sich quasi die Zuleitung zur Wärmepumpe mit so einem Kasten. Auch diesen Kasten können Sie mit diesem Bauschaum auffüllen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil natürlich, je weiter weg die Wärmepumpe steht, umso mehr Wärmeverluste haben Sie über den Schlauch und das kann schon mal 1-2 Grad betragen. Gut, dann habe ich das alles gesagt. Dann kommen wir jetzt eigentlich zur Stromversorgung. Die Wärmepumpe hat hier ein Stromkabel mit dabei. Das Stromkabel ist so ungefähr 2,5-3 Meter lang, in den meisten Fällen viel zu kurz. Das heißt, ich würde empfehlen, immer zwei Stromleitungen zu ziehen und die zwei Stromleitungen auch extra abzusichern im Unterverteiler oder im Hauptverteiler. Eine Zuleitung für den Whirlpool 400 Volt mit einem C16 Automat und eine Zuleitung 230 Volt auch mit einem 16 Ampere Automat abgesichert. Also 230 Volt Zuleitung und einmal 400 Volt Zuleitung für den Whirlpool. Das extra Absichern würde ich empfehlen, weil natürlich, wenn zum Beispiel bei der Wärmepumpe etwas nicht funktionieren sollte oder die einen Fehler verursacht, dann würde der Whirlpool ja auch mit ausschalten. Wenn das extra abgesichert ist, kann ich einfach die Wärmepumpe im Sicherungskasten ausschalten und somit kann ich den Whirlpool trotzdem weiter benutzen. Genau. Dieses Kabel können Sie einfach innen abschließen und das Ihr eigenes Zuleitungskabel dann in der Wärmepumpe anschließen. Gut. Dann bin ich schon fast am Ende. Vielleicht noch kurz zur Wartung dieser Wärmepumpe. Im Prinzip, die Wärmepumpe ist wartungsfrei. Was man aber trotzdem natürlich machen sollte, hier hinten wird ja angesaugt. Und wenn Sie recht viel Laub oder sowas haben, dann kann natürlich sein, dass dieses Laub hinten diesen Wärmetauscher ja zumacht. Das heißt, Sie sollten regelmäßig mal schauen, ob der Wärmetauscher dann frei ist. Von Schmutz mit einer weichen Bürste, bitte keine harte Bürste nehmen, weil die Lamellen des Wärmetauschers sind sehr, also Aluminium und sehr biegsam sozusagen, also mit einer weichen Bürste einfach das Laub abbürsten oder mit einem Kompressor wegblasen. Dann kann es natürlich auch passieren im Winter, dass dieses Kondenswasser an der Wärmepumpe gefriert. Das ist normal, das ist kein Fehler, sondern das Kondenswasser bildet sich einfach und wenn es sehr kalt ist, dann kann das natürlich auch gefrieren. Das können Sie mit lauwarmem Wasser einfach wegwaschen. Oder die Wärmepumpe kann ja nicht nur heizen, sondern die kann auch kühlen. Wenn Sie jetzt die Wärmepumpe auf Kühlen stellen, dann kommt hier nicht kalte Luft raus, sondern warme Luft. Und die warme Luft führt auch dazu, dass das abtaut, sozusagen das Eis. Die Wärmepumpe kann, so wie sie ist, im Außenbereich aufgestellt werden. Natürlich ist auch ratsam, wenn Sie ein kleines Überdach hätten. Natürlich, weil wenn Regen und Schnee sozusagen auftrifft, dann fällt das auf das Dach und nicht direkt auf die Wärmepumpe. Das erhöht natürlich die optische Lebensdauer sozusagen der Wärmepumpe, dann sieht es einfach länger schön aus. Ansonsten gibt es keine Wartungsarbeiten an der Wärmepumpe, es ist im Prinzip so wie ein Kühlschrank, da wird ja auch nicht gewartet und läuft eigentlich problemlos. Gut, ich glaube, ich habe jetzt alles erklärt. Wenn dennoch Fragen auftreten, dann bitte einfach gerne eine E-Mail schreiben oder anrufen, dann können wir alles weitere erklären. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss.